Hallo GTA-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen GTA 5 Let's Play. Das letzte Mal haben wir hier mit unserem FBI Michael ordentlich einen auf dicke Hose gemacht, uns brummt immer noch ordentlich der Schädel und, warte mal, vielleicht hast du ein Aspirin für mich? Grüß dich, wie geht's dir so? Können wir bitte miteinander reden? Wie geht's dir so? Ja, grüß dich. Man darf die Leute hier nicht stalken, weil die laufen dann gleich komplett amok. Wir schauen auch mal ganz schnell nochmal ins Internet. Was machen die Börsen? Was macht die Aktien? Schauen wir da einfach mal, ob sich da irgendwas getan hat. Vielleicht sind wir ja schon reich und müssten gar nichts mehr machen, ohne dass wir es wissen. Wunderschön, alles ordentlich im Minus. Ja, die pharmazeutischen Dinger, die sind einfach mal komplett pleite. Kurs 0? Ja, wunderbar. Sag mal, das kann ja nicht sein, oder? Das verstehe ich nach wie vor nicht. Gut, jetzt mal an, hier ist der Kurs noch relativ weit oben. Hier geht es auch der Kurs langsam wieder nach oben. Also irgendwie... Die Aktien, die sind nicht meins. Und mit Y kann man das Ding komplett beenden. Hab ich nämlich auch gelernt. So, jetzt wollen wir erstmal schauen, wie machen wir denn heute am besten mal weiter. Wie gewohnt, bei mir ist heute Montag, der 28. Ich nehme das ganze Wochenpensum wieder mal auf einmal auf. Hier haben wir hier mit Franklin, mit Trevor ein paar Missionen. Schauen wir doch mal, ob wir mit Michael noch irgendwas offen haben. Mit Dings haben wir auch nichts offen. Mit Franklin haben wir auch nichts offen, da sehe ich auch nichts. Hier sind diese Amok-Missionen, wo ich gelernt habe, die kann man machen, muss man aber nicht. Demzufolge würde ich mal sagen, ja, wir wechseln zu unserem neuen besten Freund, den wir nicht haben. Nämlich wir wechseln zu, nach unten mal das Ganze, na, ja, ab geht's. Auf geht's zu Trevor. Bei Trevor muss ich auch noch ein bisschen was loswerden. Weil ich hatte da ja gesagt, ja, Trevor ist nicht ganz so meins. Und da habe ich da doch schon ein paar Hiebe links und rechts reinbekommen. So nach dem Motto, ja, Trevor ist genau das, was GTA eigentlich verkörpert. Nämlich ein bisschen abgedreht, ein bisschen brutal und alles andere als normal. Guten Morgen. Stay right there. I'll be right back. Yeah, all right. Here we go. I'm so sorry, Deborah. Was? Ich will die ihm ja nicht ins Gesicht gucken. Das ist kein Mädel. Allein das Kreuz sagt, du bist kein Mädel. Wade hat eine SMS für uns. Das ist gut. Ich will nicht speichern. Was? Make it stop. Ja, ja. Ja, ja, die gehen gleich weg. Die gehen gleich weg. Live, love, love. Genau. Lebe, liebe, lache. Finde ich gar nicht mal so ein schlechtes Lebensmotto. Könnte schlimmer sein. So, jetzt schauen wir erstmal auf unser Handy. Was geht denn los? Ich habe ein U-Boot gesehen, Trevor, hinten am Hafen auf dem Schiff. Die Daisy Lee. Du könntest irgendwie die Tower kappen, um vielleicht einen Schalter... Warte mal, jetzt habe ich irgendwie einen Anschluss verloren. Um vielleicht einen Schalter zum Runterlassen. Wait. Okay. Da würde ich mal sagen, unser Weg führt uns auf jeden Fall über das Gelände. Das ist der einzige Ort, wo man einen Heli kriegt. Wie du im Brausboss. Er ist im Vor. Oh, 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 oh. Das sieht kompliziert aus. Übrigens, das ist ja gar nicht unser hier, ne? Das ist gar nicht unser Jeep. Nehmen wir trotzdem. Trevor sieht das Ganze nicht so eng, genauso wie wir auch. So, schauen wir am besten mal aufs Radar, wo wir jetzt ungefähr hin müssten. Und zwar, wir haben hier genau mit Trevor irgendwie mal probieren. Was ist denn das hier? Was bist denn du eigentlich? Ein Tauchboot. Das ist Mission Nummer Uno. Weil ein Tauchboot, sowas haben wir, glaube ich, noch nie gesehen. Ja, das ist genau die richtige Musik für Trevor. So, als Freund der Frauen ist er da auf jeden Fall ganz gut aufgehoben. So, schauen wir mal, wie wir da mal schnellsten hinkommen. Es ist noch morgen. Michael kann jetzt in Ruhe seinen Kater austoben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Folge bei euch ankommt, weil bei euch kommt die ja morgen. Genau, bei mir ist Montag, bei euch kommt morgen die. Das ist ein heilloses Durcheinander. Also da verliere ich manchmal selber ein bisschen den Überblick. Was kommt denn jetzt wann? Was seht ihr wann? Weil ich darf mich ja nicht selber irgendwie spoilern. Aber im Großen und Ganzen, denke ich mal, kriege ich das ganz gut hin. So, trotzdem würde ich mal sagen, wir wechseln mal ganz kurz einen Radiosender auf vielleicht irgendwas. Wo ist denn hier? Da. Was ist denn jetzt schon wieder? Der einzige Ort. Ja, das interessiert mich jetzt nicht, die Bohne. Weg. Also das D-Pad, die Ansteuerung. Weiß nicht, ist das bei euch auch so? Halt hier. East Los Santos. Ne, wo ist denn hier? West Coast Talk Radio. Machen wir mal das an hier. Bisschen Hilly-Billy-Musik kann auf keinen Fall schaden. Weg hier, aus dem Weg. Wir haben es eilig. Wir wollen zu einem Tauchboot.
Da gibt es ja auch, so wie ich gelesen habe, jede Menge Schätze auf den Boden oder auf den Grund von Los Santos, wo man mit so einem U-Boot auf jeden Fall den einen oder anderen Schatz heben kann. Werden wir auch mal machen. Aber erstmal primär ist nach wie vor erstmal die ganzen Missionen im Fokus. Wie gewohnt, jede dritte Folge ist so ein bisschen Fun. Das heißt, wir nehmen das Ganze mal nicht so ernst. Wir machen einfach mal ein paar Hobbys. Wir fahren mal ein bisschen ins Grüne. Das habe ich mir dann so für heute mal vorgenommen. Dazu aber dann später. Das heißt, bei euch in 3 Tagen mehr. Nicht in 3 Tagen, in 3 Folgen. Jetzt gleich hier. Tom, du hast versprochen, in jeden Tag kommt jetzt GTA. Jeden Tag möchtest du auch nicht bringen. Weil ich glaube, wenn man das jeden Tag spielt, jeden Tag bringt, dann ist er relativ schnell die Luft raus, auch für einen selber. Und derzeit ist es nach wie vor so, dass ich mich richtig freue. Endlich Montag, endlich wieder eine Runde GTA spielen. Ja, meine Leutchen, die Crew, die wächst und gedeiht. Wir sind, glaube ich, aktuell schon 3-stellig. Das heißt, über 100 Leute sind drin. Ja, 200 können noch, bei 300 ist Schluss. Ich werde niemanden rausschmeißen, also wer zuerst kommt, mal zuerst nach dem Motto. Und ja, wenn ich abends im TS mal hänge, das ist vor allem so ab Mitte bis Ende der Woche oft der Fall, dass ich da mal vorbeischaue. Auch wenn ich da viel Landwirtschaftssimulator spiele, ist es immer interessant. Ja, der Steven, der ist der Erste, der immer fragt, los jetzt hier, GTA, wer ist dabei? Und da finden sich immer wieder ein paar Leute, die auf jeden Fall da mitziehen. Meiner einer ist ja immer so die trübe Tasse von der Truppe, der nämlich da immer sagt, nee, ich mag jetzt lieber ein bisschen hier Rasenmäher fahren oder sowas. Aber das kommt auch noch, das kommt auch noch. So, schauen wir mal, es dürfen langsam Richtung Hafengelände schon kommen. Wir haben immer nur 2 Kilometer vor uns, da haben wir jede Menge Zeit zum Plaudern. Nee, warum wäre ich mit Trevor nicht warm? Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Natural. Das ist Fluch und Segen zugleich, nämlich, wenn man die Spiele probiert, ordentlich rüber zu bekommen, muss man natürlich, ja danke für diesen nicht vorhandenen Hinweis, dass ich hier runter muss. Ja, der Jeep, ihr seht, das ist eine richtige Drift-Ikone hier. Nee, aber das ist halt Fluch und Segen zugleich. Nämlich, wenn ich probiere, das Spiel ordentlich rüber zu bekommen, dass ihr euch da auch ein bisschen, sag mal, wollt ihr mich jetzt trollen hier? Oder was habt ihr vor mit mir? Jetzt schicken sie mich hier hinten wieder drauf, da hätte ich da einfach geradeaus durchfahren können. Nee, da muss ich mich auf jeden Fall in die Rollen ein bisschen reinversetzen. Und du wirst einfach nicht mit jedem Charakter in GTA warm. Das ist normal. Du hast eine gewisse Antisympathie Leuten gegenüber. Und genauso habe ich einfach eine angeborene Antisympathie Trevor gegenüber. Da kann ich nichts dafür. Ich komme einfach mit so einem Schlag Mensch nicht klar. Das ist, da sollte man mir jetzt keinen Strick draus drehen, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sagen, Mensch, das ist ganz gut. Du kannst dich nicht mit jedem anfreunden. Du kommst nicht, jeder hat halt also seine Vorzüge und jeder hat halt irgendwo auch seine Grenzen. Und klar, GTA ist brutal. Der Radiosender nervt. Trevor ist das, was GTA eigentlich ausmacht. Ihr habt ja recht, ja, Trevor haut einfach auf die Kacke. Trevor haut einfach mal eher zu, als wie er denkt. Aber im Vergleich zu den anderen Charakteren, ich komme in den anderen einmal besser zurecht. Punkt, fertig, aus. Was rechtfertige ich mich denn hier überhaupt? Aber ich denke mal, Entschuldigung, ihr werdet mir... Also ihr werdet verstehen, was ich meine damit. So, jetzt schauen wir mal. Beim Hafen waren wir, glaube ich, auch noch nie, oder? Mal schauen, was hier so rumfährt. Was haben wir denn noch hier? East Coast. Jo, fällt überhaupt nicht auf, wenn wir genau mit solcher Mucke hier unterwegs sind. Gut, wir lassen das Auto hier einfach mal stehen. Holt ihr das Tauchboot? Ja, nichts leichter als das. Sprach er... So, schauen wir mal. Da oben ist das Tauchboot, okay. Schauen wir mal, über den Kran müssen wir, glaube ich, nichts machen. Ich denke mal, wir müssen irgendwie auf das Boot hochkommen. Fragt sich nur wie. Die Taue sind, denke ich mal, nicht umsonst da. Mal gucken, ob wir hier irgendwie hochklettern können, dass wir hier so ein bisschen unscheinbar hochkommen. Weil ich denke mal, der direkte Weg ist selten der richtige. Kommen wir hier hoch? Ja. So viel zum Thema hoch. Auch schön, dass hier die Steuerung im Wasser auf jeden Fall invertiert ist. Das heißt, unten ist oben, oben ist unten. Was ist denn los? Schon lange nicht mehr gebadet. Oh, hier können wir vielleicht hoch. Komm, das ist die erste Dusche dieses Jahr. Auf geht's, komm hoch mit dir. Na, 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 hier hoch, komm. Ja, ich schwimme jetzt wie so ein Piranha um meine Beute, aber das, was ich eigentlich machen wollte, das geht leider nicht. Gut, ich tauche mal nach unten. Wie war gleich tauchen? B? Ne, B war schlagen. Na komm. Ja komm, so bitte Plansche, Plansche schadet hier auch nicht. Wie war denn gleich tauchen wieder? Ne, das war was anderes.
Das war auch was anderes. Das war Boxen. Ah, komm. Graben wir noch eine Runde um den Kahn. Planschi, planschi. Der ist hoffentlich keine 4,5 Kilometer lang. Aber da seht ihr auch mal. Also die Wettereffekte oder allein die Wellen, die finde ich richtig, richtig genial. Also da Hut ab vor Rockstar nach wie vor, was ihr hier aus der Kiste noch rausgezaubert habt. Egal, ob es eine PS3 ist oder Xbox. Es ist für mich völlig egal, wer auf was zockt. Das finde ich auch genial bei mir im TS. Da mal bitte ja Eigenwerbung machen, während ich hier mit Trevor mal fleißig eine Runde rumplansche. Ja, schadet nichts, der Typ kann auch mal bitte Konditionen vertragen. Eigentlich suche ich ja nur verzweifelt nach einer Leiter, wie ich hier wieder rauskomme. Komme ich hier nicht irgendwie... Da vorne ist, glaube ich, eine Leiter. Nee, also diesen Umgangston bei mir im TS finde ich genial. Da reden Leute, die eine Xbox haben, mit Leuten, die eine PS3 haben. Und da gibt es einfach kein Beef hier. So nach dem Motto, ja, du bist scheiße, weil du spielst ja auf der Xbox. Oder du bist scheiße, du spielst auf der PS3. Mahlzeit, ich bin eine kleine Meerjungfrau. Kannst mich küssen, erfülle ich dir einen Wunsch. Ich glaube, den Typen rührt so schnell niemand an hier. Ja, Schiffinspektor. Gehen wir mal ganz vorsichtig gucken hier. Das kann im schlimmsten Fall eigentlich nur in der Hose gehen. Na, so nicht. Wie war denn das gleich wieder? So auch nicht. So war das Ganze. Ah, diese quietschenden Schuhe, das ist genau das. Mutti hat gesagt, öle deine Schuhe, dann wirst du nicht gesehen. Macht er beim Auto genauso. Quietschende Bremsen, ölst du die Bremsscheiben, schon ist das Quietschen vorbei. Okay, was noch vorbei ist, ist die Bremswirkung, aber das steht dann auf einer anderen Karte. Wie gesagt, also ich finde diesen Umgangston da richtig, richtig genial. Link zu meinem TS übrigens in der Videobeschreibung. Warum? Can you please just go already? Okay. Das hat gesessen. Er hat mich aber nett drauf hingewiesen. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Er hat nicht gesagt, du bist böse, du musst, sondern könntest du bitte. Ich denke mal, unsere Aussage war mehr als aussagekräftig. Die Aussage war kräftig genug. Okay, hier ist ein Ventil. Kann man das Ventil betätigen? Leider nicht. Hör auf mit so einem Blödsinn hier. Wie kann ich denn den Kran bedienen? Irgendwie muss doch der Kran steuerbar sein. Wir müssen irgendwie... Fragt sich halt nur wie. Warte mal, hier vorne ist noch ein Ventil. Wo geht denn das hin? Halt, da war was. Hier. Donk. Einmal nach unten, bitte. Ganz unauffällig. Nur dann. Ah! Das ist... Muss ich noch irgendwas sagen? Trevor? Foyt! I've got that submarine we talked about. You gotta help me store it for a few days. Floyd, don't go quiet on me, or I'll come around and I'll... Well, we both know what I'm talking about. Wie der Kopf über aufgeschlagen ist, das ist irgendwie typisch Trevor. Was soll man da noch sagen? Gut, unsere Aufgabe ist erstmal bitte nach rechts zu fliegen. Entschuldigung. Research on Meriwether Security Consulting, friend. They'd be on trial for human rights offenses if the U.S. government didn't protect all its contractors from any kind of suit, military or civilian. They're immune from prosecution, and they behave like they are. Murdering, stealing, high on power, guns and anabolic steroids. Lucky bastards. Look, I don't know about that stuff. Oh, you're right. You don't. Meriwether are employed by the richest, greediest scum on the planet to shit on the poorest and the neediest. So we
are going to enjoy shitting on them. Oh, great. Well, I look forward to that. Okay, well, that's more like it. Gut, ich muss mich aber ein bisschen dran gewöhnen, also neben RB und LB, dass man da schnell auf der Stelle wenden kann oder einfach nach links und rechts driften kann, kann man ganz normal mit dem linken Stick das Ganze steuern. Einmal nach vorn geht das Ding nach unten, einmal nach oben geht das Ding nach oben. Ja. Ist ja auch so was Geniales, ich weiß nicht, wer das schon wusste. Richtige U-Boot-Kapitäne wissen selber nicht, wie tief ihr U-Boot wirklich tauchen kann. Wusst ihr das schon? Mal ganz kurz auftauchen. Wo bin ich denn hier eigentlich? Okay. Aber unter Wasser ist echt... Ich probiere auch gerade irgendwie eine andere Kameraperspektive zu finden, wie es aussieht. Gibt es ja noch eine. Weil selbst auf B mit der Action Cam tut sich da überhaupt nichts. Aber hier... Also ich möchte mal wissen, wie man überhaupt an Schätze kommt. Da muss es doch auch irgendwie Tipps oder sowas geben. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man hier irgendwie auf dem Grund des Meeres rumeiert und einfach gnadenlos Quadrant für Quadrant absucht. Kann man machen. Macht man in der Realität auch nicht anders. Aber ich glaube nicht, dass das Ganze hier so funktioniert. Also mal ein Blick auf die Karte, wo wir aktuell sind. Gut, um diesen Ausleger hier. Ah, es gibt weit weg und nah dran. Aber stimmt, Cockpit gibt es ja gar nicht in dem Spiel. Mai, bin ich schon wieder verpeilt. Ne, es ist Montag, es ist die allererste Folge, die ich aufnehme. Also da ist es immer so ein bisschen... Gott, gebt mir ja nie ein U-Boot. Egal was passiert, lasst mich nie U-Boot fahren. Weil ihr seht, du siehst aber auch nichts in dem Ding hier. Das Licht, was ich habe, das lockt eher irgendwelche Haifische an, die mich dann aufmampfen. Anstatt, dass ich damit irgendetwas sehe. So, ich glaube, jetzt hier müssten wir... Genau, rechts rum, okay. Und dann würde ich mal sagen, ich tauche mal langsam wieder auf, weil ich will ja sehen, wo ich hinfahre. Ansonsten, ja, das Ding haben wir relativ flotti galoppi und vor allem still und heimlich still und leise geklaut. Gut, dass unsere Hulle Birne da voll auf dem Deck aufgeschlagen ist, ist vielleicht was anderes. Aber das ist erstmal wurscht. Gut, da vorne sehe ich schon den Kringel. Ich denke mal, das Kringel markiert die Stelle welcher, wo wir da andecken sollen. Und wieder runter. Kurz Luft geholt. Würdet ihr eigentlich freiwillig in so ein U-Boot steigen? Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, da passen gerade mal zwei Leute rein, um dich rum nur Wasser. Und wenn irgendwas ist, dann, naja, tschüss Welt. Also ich glaube, ich würde Platzangst kriegen. Weißt du, wenn man genau weiß, wenn jetzt irgendwas ist, lass mal was ich, dir geht's nicht so gut oder so. Und du kommst da so schnell nicht raus. Ich glaube, das wäre mir nichts. Ich glaube, da würde ich amok laufen. Ja, ja. Ich denke mal, Trevor ist so ein bisschen Robinson Crusoe für Arme. Ach, Volltreffer. Sieht's nicht schön aus. Das Ding mag ich behalten. Ich will noch ein größeres. Ich will noch eins, wo ich ein paar Abonnenten mitnehmen könnte. Das wäre schön. Und die müssen sich nicht mal kopfüber reinstürzen. Ich würde sogar vorher die Luke aufmachen. Gott, das sieht aus, als würde der Kran gleich umkippen. Okay. Das sieht doch ganz gut aus. Bam. Einmal gelandet. Alles fest? Der kann auch nur schreien, oder? Auf geht's. Auf geht's. Da klopft doch einer. Is that sub covered properly? It'll be fine if we just get there. Are you being short with me? No, sir. I'm certainly not being short. I'm just not used to this kind of pressure. If you turn a crew onto a score, you gotta be ready for the heat that comes with it. I didn't turn anyone on to anything. You threatened and cajoled and tricked me. You don't want to cut? Just walk away. I can't walk away. You're robbing my workplace and running the show from my home. Deborah's home. No cut for you, no cut for Deborah. Komm, fahr zu hier von. Die Dumperfahrer immer wieder hier. Drive it under there. Ja, mach ich. Da hinten ist unser Platz. Ich bin ja schon unterwegs.
Nehmen wir mal das Dach lieber aus der Perspektive hier. Okay. Joja. Also, ich muss aussteigen. Selbstverständlich. Mache ich. Sie sind V-74 Supercharged. Gehen wir jetzt, oder wie? Ich glaube, ich gehe mit. Ich glaube, ich gehe mit, weil wir sollten uns hier verkrümeln. Mein Jeep. Verkrümel ich. Oh, der sieht doch gut aus. Ey, das ist meiner. Klappstuhl, gib mir die Karre her. Sag mal. Speichern. Ja. Bestanden. 50%. Du darfst nicht an Bord. Unentdeckt. Okay. Ja. Ist doch Wayne. Geht. Oh, du hast eine mächtige Hupe. Was bist denn du? Bist du irgendwas, was ich fahren kann? Irgendwas zum Fahren wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil wir brauchen sowieso ein neues Auto. Boss, ich sollte dich daran erinnern, dass wir diesen Heli aus vor... Ja, wir brauchen noch einen Heli. Oh, Travers Lieblingsauto. Den nehmen wir. Schön geöffnet mit der rechten. So, dann schauen wir doch mal. Wo ist der vor? Das vor. Das vor heißt es doch, oder? Es gibt da noch S vor, aber das ist was ganz anderes. Dann gibt es auch noch eine Abfuhr. Das ist auch noch was ganz anderes. Was ist denn das hier? Cletus, okay. Ja, mit Cletus haben wir auch schon lustige Erfahrungen. Cargo Bob? Okay. Ich würde mal sagen, wir schauen das mal nach. Hier gibt es wieder eins auf den Nuss. Und hier ist Barry. Da bin ich jetzt bekloppt. Wo ist denn dieses Vor? Wo ist das Vor? Das ist eine Seilbahn. Hier unten ist auch nichts mehr, oder? Ja, vielleicht ist es ja eines der Missionen, die wir hier machen sollen. Mit Cletus denke ich mal nicht. Hier in der Mitte ist aber auch nichts markiert. Nochmal ganz genau hingucken. Das hier ist doch eigentlich nur... Freunde und Fremde, Friseursalon, Cletus. Cargo Bob, Barry, Autowaschanlage, Ammunition Shop. Nö, da ist nichts. Also entweder ich sitze mal wieder auf den Augen... Wäre ja auch nicht das erste Mal. Gut, wenn dem so ist, wir sind aktuell hier unten am Hafen, dann würde ich mal sagen, wir eiern einfach mal zu Barry. Müssen wir sowieso machen, insofern schadet es auch nicht. Na, ach, diese Kabel, rot, schwarz, grün, blau. Auf geht's. Und wir brauchen ja Geld und wie kommen wir an Geld, indem wir diesen Job hinter uns bringen? Weil dann denke ich mal, Franklin ist auch wieder mit dabei. Und dann denke ich mal, dann hat der Kollege ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante, dass wir uns endlich Los Santos Customs kaufen können. Auch vielen, vielen Dank für die vielen fleißigen Kommentare. Nämlich zum Beispiel, dass man den BMW von unserem FIB-Agenten übers Internet bestellen kann. Wusste ich nicht, hätte ich glaube ich als letztes geguckt. Aber dafür seid ihr ja zuständig. Das heißt, ihr sagt mir ja immer hier, du musst dieses beachten, du musst jenes beachten und dieses und jenes bekommst du hier und da. Genau. Hört sich relativ kompliziert an, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. So, geht. Da unten gibt es auch ein Rennen, seht ihr das? Aber Rennen, das machen wir auch noch. Das machen wir alles separat. Wir haben ja nach wie vor, wir haben ja Zeit. Ne, GTA 5 ist jetzt nicht angesetzt, dass ich jetzt hier ganz dringend vor dem Release der neuen Xbox hier unbedingt durch sein möchte. Warum auch? Warum auch? Sehe ich keinen Grund drin. Auch wenn, ja... Ich denke mal auch, mittlerweile denke ich es mal wirklich, dass es früher oder später auch natürlich für die Xbox One GTA 5 geben wird. Das wird, denke ich mal, kommen. Ich denke mal eher später als früher, müssen wir uns bitte überraschen lassen. Aber ja, vielleicht finden sie ja eine Möglichkeit, hier der Kollege will Straßenrennen fahren, wie es aussieht mit seiner Klapperkiste. Vielleicht finden sie ja doch eine Möglichkeit, dass wir Spielstände von der 360 dann auf der One weiterspielen können. Das wäre genial, weil so wie es derzeit ist mit dieser Abzocke, die da betrieben wird hier, ja, gebt uns nochmal $20 und hier nochmal $10 und da nochmal 20 Euro und dann schicken wir dir einen Download-Code. Ey Leute, wenn ich das Spiel einmal für 70 Euro kaufe, dann gebe ich bestimmt nochmal 20 Euro für einen Download-Code aus, nur damit ich ein bisschen bessere Grafiken habe und das Spiel aber an sich... Genau das gleiche ist. Da sehe ich am besten Willen nicht ein. Also da so viel Geld rieselt dann bei mir doch nicht aus dem Klosett raus. Irgendwo ist da beim besten Willen mal Schluss mit lustig. So, jetzt schauen wir erstmal hier.
Genau. Rihanna, lass mal einfach mal weiter singen. Schauen wir mal. Gut, das letzte Mal, wo wir auf dem Platz hier oder an dem Platz hier waren, hat man einen übelsten Trip gehabt. Aber mit Michael hier, glaube ich, am Start. Schauen wir mal. Hui. Schon wieder der Typ. For what? The most important fight of all. Poverty. Hm? No, another most important fight. The AIDS. No, no, another one. Animal welfare. Legalization. Here, sign. Shit, where's my pen? Where's my pen? Legalization of what? Of things the founding fathers took as a right. To consume medicinal plants. Legalize smoke? Yeah. You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drag. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. No, it's really good. All right, give it here. Nah, ich ahne Schlimmes. Wir sehen gleich wieder Aliens. Yeah. Oder es wirkt bei dem Kunden überhaupt nicht. Real mellow contemplative, all right? That comes from here. Okay. Those clowns over there. Clowns? Ah! Clowns! Ich hasse Clowns! I need to stick to math. Aber Leute, kann das sein, dass die Ängste, die man hier durchspielt, dass die Leute genau Angst davor haben, dass Michael Angst hat vor Aliens und Trevor hat Angst vor Clowns? Die sind aber auch gruselig, oder? Aber gegen Clowns hat noch immer eine Pumpgun geholfen und Gott sei Dank haben wir da eine. This is the best worst trip ever. It's the one that tipped me over the edge. Das hat gesessen. Was? Wir müssen bitte aufpassen hier. Okay, auf die Reichweite können wir eigentlich gar nichts reißen. Ach du liebes Heimatland. Look at you. You're a joke. Am I really this messed up? Oh mein Gott, ey. Ich hasse Clowns. Vielleicht sollte er wirklich auch mal zum Psychodoc gehen, weil er ganz gesund möchte wissen, dass er in seiner Kindheit mit Clowns erlebt hat hier. Guck das mal an, was da hinten überall ist. Soll ich da jetzt hintergehen? Stop laughing at me! Ah, daher. Trevor wurde bestimmt ausgelacht, weil er als Kind vielleicht mal Angst hatte von dem Clown. Wo ist denn dieser Pseudo-Clown hier in der Ecke? Hört mal nach, mein Freund. Hier ist doch einer gleich ums Eck. Bisschen näher ran an die Kollegen gehen hier. Gut, so viele sind es nicht mehr. Da gehen wir mal hinter gucken. Wir sind sowieso fast tot. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt hier aufs nächste gleich mal hin. Deckung suchen. Komm, flieg in die Luft, flieg in die Luft. Okay. I'm ready to calm down now. Komm. Okay. Es gibt da nichts Besseres als eine vollautomatische Schrot, aber ich glaube mal fast, Leute, wir müssen da trotzdem nochmal hinter.
Ja, die sind weit außer Reichweite. Nochmal nachladen. Und ab geht's. Okay, nur noch die Clown-Mobile. Danach haben wir es, glaube ich. Also die Waffe ist echt in sich. Einer noch. Der Ober-Kasper. Kasper Hauser hier. Weg ist er. So, jetzt kommen sie hier hinten. Ist noch einer. Du musst gar nicht so weit laufen. Ich komme dir sogar ein bisschen entgegen. Komm, Trevor, wir besiegen deine Ängste. Vielleicht ist der Typ ja gar nicht mal so böse, wie er immer tut. Ja, das werden immer mehr. Weg, 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 weg. Deckung suchen. Einer noch, dann hätten wir's. Einer noch, dann hätten wir's. Oder auch nicht. Genau, wer zuletzt lacht hier? Was ist das? Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. About what I said. Bestanden. Präventivschlag. Ah, okay, wir hätten doch viel, viel offensiver vorgehen müssen. Trotzdem würde ich sagen, haben wir eine ganz gute Figur gemacht. So, Blick auf die Karte. Wo haben wir denn unser Nächste hier? Hier, dieser Freak, der war das letzte Mal schon da. Und der ist dann verschwundibusmäßig, war er wieder weg. Den brauchen wir erstmal ein Fahrzeug. Also nach dem Trip, da muss man sich erstmal auf jeden Fall ein bisschen erholen. Hier vorne steht ein Auto. Das weiß er nicht, dass es uns gehört. Wer hat hier jemanden einen Drink geklaut? Kein Stress machen hier. Alter Schwede, was machen? Was, rauchen? Rauch mal eine. Das kennst du, wa? Ja. Ein Bus? Hallo, ich möchte mit dem Bus fahren. Was ist denn das gerade? Yeah. Hau rein. Toll. Wenn das alles ist, was du kannst, wundert mich das nicht, dass du... Er hatte nicht mal einen Hut vor sich hingestellt. Wie soll ich denn den Kollegen dann ein Geld dafür geben? So, wir brauchen ein Auto. Ja, das ist ja genau das richtige Auto. Bleib mal stehen. Okay, dann nämlich... Ah, hier. Ja. Gib mal her den Hobel. Der passt zu Trevor. Raus. Du passt gar nicht dazu. Oh, hier Zivilcourage oder wie? Alles uninteressant. Die Ampel war grün. Also der Typ. Ja, man muss sich vielleicht doch mehr mit den Leuten beschäftigen. Trotzdem, also die eine Mission mit der Folter, mit der gezwungenen Folter, die geht mir trotzdem nicht aus dem Kopf. Also die muss ich erstmal ein bisschen verdauen, nach wie vor. Aber, ja, wenn wir jetzt wissen, dass Trevor Angst hat vor Clowns, ja, immer wenn es mir zu brenzlig wird, setze ich mir einfach eine rote Nase auf und schon weiß ich, dass wir sicher sind vor Trevor. Wer hätte das gedacht? Ist er doch ganz menschlich, der Typ. Das Auto, das ist ein GTO, oder? So von Scheinwerfern her, die zwei übereinander, das ist ein GTO. Oh, hier, Trevor verbessert sich beim Fahren. Wird ja auch mal Zeit. Weg. Wehe, der Freak da oben ist wieder weg. Na, dann fahren wir gleich ganz in den Norden hoch und gucken, was hier die Klitis mit... Aua. Da hätten sie ruhig mal aufpassen können. Wir sind vielleicht in Altengland groß geworden, da fahren sie alle Bille auf der anderen Seite. So, 1,3 Kilometer ist jetzt kein Weltuntergang, sollten wir relativ schnell runterreißen, die Distanz. Warum machst du das Licht aus? Lass doch ruhig mal an, es wird sowieso gleich dunkel. Halt, hier gibt's Streit. Baby, what
What are you doing? Neighbors are gonna see this. Oh, hier gibt's Stress. Da sind wir dabei. That's it. Walk away like you always do. Was geht denn bei dir? Hey, you. Listen, can you give me a ride? My wife's gone crazy. I'll throw some dollars your way. Well, ja, Lugo. Need a vehicle first, unless you're looking for a piggyback. See what I can conjure up. Okay, I'll wait here and take a good long look at my life, strewn all over the front yard. Ich sitz vielleicht schon in dem Auto. Komm. Let me grab my favorite iron. Ja. Getting that. What a mess. Really great wardrobe out for all to see. Whatever. Can't deal with it right now. Can you drop me off at the golf club in Richmond? At least I know I'll be welcome there. I take it you're leaving your underwear in the driveway then? Yeah, I'm not giving her the satisfaction of cleaning that up. I'll go to the club, get a few drinks in me, and hope either her meds have kicked in or the gin is worn off by the time I get back. I appreciate you doing this, by the way. I know it's kind of a weird one. What's your name? T-Rever. T-Rever, genau. Entschuldigung. I'm Castro. What is that? Italian? Spanish? Pure wasp, I'm afraid. My sister's called Muffy, so I think I got off lightly. So, what was that all about? Ah, just the usual psycho female stuff. She thinks I've got another woman on the side. And have you? That's not the point. She doesn't know that I have one. Okay, guy to guy now. I have a very strict code. Only on out-of-town trips, no real names, a dead trail. That's a gentleman's way, right? I'm not sure I'm your boy for moral compass questions. I'm good like that. I don't want to embarrass her. Then she goes and literally airs our dirty laundry in front of all the neighbors. I mean, show some class. If you just drop me off at the entrance here, that'd be great. So, let me get this straight. Thanks again. Hey, we should play golf sometime. Come by the club. I'm here most days. Ah, wir haben einen Gegner. Tja, da wissen wir schon, wen Michael da als nächstes mal ordentlich, nee, nicht Michael, wen hier Franklin da ordentlich mal eins auf den Nuss geben wird, weil mit denen haben wir ja schon ein bisschen Golf-Erfahrung. Wir waren ein bisschen zu schnell, weil der Dialog war dann gar nicht beendet. Oh, die Mucke geht mir gar nicht klar. Ja, genau, das passt schon eher dazu. Trotzdem, wenn ich mit Trevor unterwegs bin, denke ich immer noch, ja... Mit Franklin war das Ganze mal eine Ecke cooler, weil da kannst du wenigstens ein bisschen andere Mucke hören, ohne dass du denkst, hier, das muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Zumindest in meinen Augen. Kann sein, dass es manche nicht so eng sehen. Der Jeep hat mir gefallen. Ach, Mist, jetzt doch nicht mehr. Fail. Fail von meiner Seite. Ich wollte bremsen und gehe dabei noch mehr aufs Gas. Oh, die Straßen können es aber wieder einnehmen hier. Ist ja furchtbar. So, auf geht's wieder zu den Freak. Mal gucken, ob er jetzt noch verfügbar ist. Und auch ein bisschen unterwegs. Also kleine Nebenmissionen, die lockern das Ganze auch ein bisschen auf, finde ich. Vielleicht lernt man so auf den einen oder anderen Weg auch noch ein paar Leute kennen. Wie jetzt hier zum Golfspiel mal verabredet, finde ich nicht schlecht. Aber da würde ich auf keinen Fall mit Trevor hingehen, weil der ist, ich will nicht sagen ungeeignet, aber ich glaube, er sticht ein bisschen zu sehr hervor. In dem Club. Er würde auffallen. Nennen wir es mal so, das ist ganz dezent. Er würde auffallen. So, schauen wir doch mal. Hier soll jetzt irgendwo einer rumoxidieren. Was macht denn ihr hier? Just ignore us. Yes, don't mind us. Pretend we're not here. Okay. You're not Jock Cranley, are you? Actor and artist? Ja. Your work! Oh, stunt double? Oh, our favorite show. Mrs. Thornhill, snap! Watch the birdie! Oh, pretend to throttle me. Yeah, yeah, like you did on that poster you did. Yeah, okay, well, that would be my pleasure. Oh. Like that, huh? Yeah. Oh. Maybe something like this? Or like that, huh? You like that? That's enough, huh? Dear. You like that? Stop! Ooh. Please! Oh, hey! Oh. Thank you. Wow, that's quite a woman there, huh? Oh. We are not worthy. We're not worthy. Oh my God! We're not worthy. I'm not Jock. What's his name? Cranley.
Big star in the 80s. We love celebs. That's why we came to Tinseltown. Yeah. Before we met you, we were trying to break in to Bruce Spade's house and steal his rubbish. The things these stars throw away. They're not like you or me. Mrs. Thornhill has the most unbelievable collection of celebrity underwear and bathroom products. Things they actually use themselves. You guys have a great vacation, all right? I gotta go. We could do with some help. All this climbing over walls and rooting through bins. It's such a business. Nigel's got an arthritic knee. Yeah. What do you need? Just a few Vinewood souvenirs for my museum. Look at this map. I mean, a lot of these places have famous people living in them, and some that are just hanging about. Bring us some things. I'd be very thankful indeed. Americans are the most wonderful people in the world, aren't they? The best! Such fun! Kannst die Karte vielleicht hier lassen? Fruitcakes. Oh ja. Neuer Kontakt. Okay, ich denke mal, die Leute müssen wir dann anrufen. Zumindest haben wir schon mal den Kontakt hergestellt. Auch wenn die total ballerballer sind, kannst du sagen, was du willst. Ganz sauber ticken die beim besten Willen nicht. Gut, hätten wir zumindest das mal abgehandelt. Was haben wir denn hier oben? War da auch noch was, oder? Hier oben war doch noch was. Hier! Cletus! Genau! Unser Hillbilly-Freund, der mal gern überall mal drauf schießt. Fahren wir mal zu dem Kollegen. 8 Kilometer, ich würde mal fast behaupten, weil sowieso gleich unser Handy klingelt. Das, was ich aber aktuell immer noch suche, ist, wo finde ich dieses Fort, wo ich diesen Hubschrauber ausleihen soll, der für uns da wartet. Und ich hoffe mal nicht, dass das Fort jetzt wirklich dieses Armee-Fort ist, da wo wir dann am Ende 84 Sterne haben, wenn wir da irgendwas uns ausleihen. Weil die haben es nicht ganz so mit Leihen. Obwohl ich ja auch eine Leihgebühr in Form von ein paar Kugeln da lassen würde, aber die sehen das Ganze ein bisschen enger. Gehen wir erstmal ein bisschen runter hier. Nachrichten habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da war ein Hirsch. Da ist noch ein Hirsch. Mann, bleib doch nicht stehen! Wir sollen sie bitte... Okay. Dann... Pupu auf Cletus, wir gucken mal, was es jetzt für... Hier gibt's doch was, hier fahren wir gleich mal hin. Promi-Gegenstand Nummer Uno. Gut, machen wir halt das zuerst. Die zwei, die freuen sich ja, und gerade wenn der Opa hier sowieso die Knie kaputt hat, dann ist es natürlich, liegt's an uns, dass wir den Leuten da einen Gefallen tun und vielleicht irgendeine gebrauchte Pampers oder sowas uns ausleihen. Oder irgendeinen runtergerockten Lippenstift oder irgendwie sowas. Da freuen die sich drüber, da stellen die sich in die Vitrine und denken, die sind dann übelst krass drauf. Da stelle ich mir gerade die Frage, würdet ihr euch freuen, von Gronkh Unterwäsche zu Hause zu haben? Kranke Frage, oder? Ich meine, soweit ist, glaube ich, die Gamescom noch nicht. Oder sind schon irgendwelche Stützstrümpfe und BHs auf Bühnen geflogen auf der Gamescom? Ich weiß es nicht. Ah, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Mein Auto ist alt, aber abgezahlt. Kann nicht jeder von sich behaupten hier. So, schauen wir doch mal. Hier dürfte jetzt eigentlich bald... Aber die Musik ist auf jeden Fall ganz chillig. Da sind wir gut eingestimmt auf unseren kleinen... Wie nennen wir das Ganze? Unsere Sightseeing-Tour. Was hier? Hier? Eleanor. Bist du Eleanor? Betritt den Club und finde Willi. Wo ist denn hier ein Club? Wo zum Geier ist hier ein Club? Wir sind ja perfekt angezogen für einen Club. Ah ja, vorne geht's, glaube ich, drin. Gehen wir mal gucken. So. Wir sind ja voll der Clubgänger. Ich darf hier nicht rein. Hallo? Ach, hier geht's auch rein. Hier ist die Tür. Auf geht's. So, wo ist denn Willi? Willi will's wissen. You guys? Hey man, no more of that. Bist du Willi? Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Probier's. Oh,
Verlasse das Gebiet, jawohl. Und tschüss. Ja, öffne mal bitte die Tür. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Auto. Und ich würde mal sagen, zwecks der Coolness, nehmen wir Captain Doppelscheinwerfer hier, weil die Kiste sieht ja mal richtig genial aus. Woher wissen die eigentlich, dass ich jetzt der Gesuchte bin? Oh, was habt ihr genommen? Alter, sind die... Oh, also sowas Aggressives habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Gut, aber wir wissen ja, wie der Hase läuft. Ist ja nicht unsere erste Verfolgungsjagde, wird auch definitiv nicht die letzte sein. Okay, Blick auf die Karte. Da vorne ist eine Straßensperre. Demzufolge biegen wir mal hier ganz kurz ab. Ah. Dunkelstunde ist gut. Okay, wir fahren hier rum. Hinter uns kommt nämlich ein Polizist. Wir müssen nur zusehen, dass wir immer schön weit weg von den Polizisten bleiben müssen. Und dann sollte das eigentlich schon ausreichen, das Ganze. Oh, alter Schwede. Okay, sowas können wir natürlich mit Michael nicht machen. Da wird uns den ganzen Ruf versauen. Trevor ist dafür geeignet, um das mal harmlos auszudrücken. Das Auto gefällt mir. Auch wenn der Hälfte schon nicht mehr geht. Komm, nimm die Sterne weg. Wir haben es geschafft. Auf geht's. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Love Fist, complete with complimentary DNA. Marvelous, marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo! Wie jetzt Toodaloo-Too? Begleiter. Da würde ich mir auch ganz gerne mal wünschen, dass er ein paar mehr Infos bekommt, was man jetzt falsch gemacht hat. Lass die Fäuste sprechen, ja, war kein großes Problem. So, jetzt haben wir den Zahn immer noch in den Hosentaschen. Zum Thema Tüdelütü hier. Gucken wir mal hier auf der Karte. Hier ist es immer noch die Randale-Mission. Und hier oben ist Cargo Bob. Ist das nicht? Das ist es doch, oder? Das ist doch der Hubschrauber, kann das sein? Wir fahren ja einfach mal hin. Wir müssen sowieso da oben hin. Aber nicht mit der Mucke. Weil ich gerade Radio höre, fällt mir wieder ein, dass wir mit Michael in dem einen Laden 57.000 verloren haben, weil der oben plötzlich auf Null runtergefallen ist. Also, da müsst ihr mich auch nochmal aufklären. Ist das ein Bug? Ist das ein Bug von dieser App, von dieser hier Börsen-App? Oder ist das irgendwie... peile ich das einfach nicht? Weil ich kenne so Aktiencharts ein bisschen anders. Da sieht man halt, ja, plus, minus und fertig ist. Und nicht plus, minus. Schauen wir mal, mal geht's halt durch. Und dann, wenn wir Glück haben, haben wir doch gewonnen, obwohl wir eigentlich alles verloren haben. Rede nicht, Spielmusik. Ja, zum Beispiel sowas. Mal was ganz anderes. Ach, endlich wieder raus. Endlich wieder raus hier. Raus aus dem... Smog der Großstadt und rein in die Wildnis. Schön auf Kurs bleiben, danke. 4 Kilometer, kann eigentlich nichts passieren. Guck mal, hier am Rand. Auch freue ich mich schon, wenn hier irgendwo mal ein Geldtransporter rumsteht. Dann nehmen wir den natürlich mit. Ihr habt mir jede Menge Tipps gegeben. Das soll ich vielleicht mit Franklin mal angehen, dass wir mal einfach mal suchen, wo ein Geldtransporter ist, den einfach mal verfolgen. Und uns dann, wenn es geht, nicht hier irgendwo runterstürzen. Alles Skill. Alles Skill. Wer mir was anderes unterstellt, der hat eigentlich auch recht. Oh, die Karre untersteuert ohne Ende. Die Musik geht auch nicht. Was haben wir denn hier noch? Bitte, Musik gehört einfach dazu. GTA ohne Musik, das ist wie Nutella-Brötchen ohne Nutella. Das passt einfach nicht. Da fehlt einfach was. Das Auto gefällt mir echt richtig gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein seltener Wagen war. Vorsicht. Die Bremsen gehen wir überhaupt nicht. Oder ob das einfach ein Auto ist, was in jeder Ecke rumsteht. Dear
dear. Oh, dear, dear. Wollen wir mal gucken, kann man mit dir irgendwas machen? Ich hab Bambi überfahren. Kann man dich nicht irgendwie mitnehmen oder so? Bist du wirklich tot? Wirklich? Oh Gott, Entschuldigung. Ich glaube, jetzt habe ich ein Problem. Aha, es guckt mich an. Weg, weg, weg. Ne, geh an. Ist das wirklich der Radiosender, an dem wir gerade eben hatten, als ich ausgestiegen bin? So Wax FM. Hört sich auch ganz lustig an. Okay, auf die Karte gucken. Wo geht's jetzt hier wieder lang? Hier geht's lang. Bisschen Offroad, genau. Ja, rennen wir noch genau vors Auto. Brauchen Sie nicht aufregen, dass du drauf gehst. Ein Fuchs. Kennt ihr eigentlich einen Minix? Also wer einen Minix kennt, der schreibt es bitte in die Kommentare. Machen wir eine kleine Aufgabe draus. Minix, Minix trifft man auf dem Ball. Kann man aber auch in der Stadt treffen. Mal gucken, wie viele das von euch erraten oder den Joke vielleicht sogar schon kennen. Wenn ihr niemanden kennt, kommt er in der nächsten Episode. Oder nee, ein paar Episoden weiter, weil ich muss ja erstmal ein bisschen warten, bis ihr die Folge gesehen habt. Die Folge, das Ding geht immer auch überhaupt nicht. So, so, Luxuslimousine im Outback. Mhm. Überhaupt nicht auffällig. Nee, nee. So weit draußen waren wir schon lange nicht mehr. Blick auf die Uhr sagt mir auch, wir haben schon fast eine Stunde geschafft. Wir fahren auf jeden Fall erstmal zum Zielobjekt und gucken uns das Ganze mal genauer an. Ob Cargo Bob wirklich ein Cargo-Hubschrauber ist. Aber ich glaube mal fast schon. Gut, wir sind sowieso gleich da. Wir werfen mal einen Blick rein. Ich hoffe mal einfach nicht. Machen wir gleich mal. Upsi. Machen wir das Licht schon mal aus, damit wir nicht ganz so auffallen. Reicht zu, wenn wir hier mit Hip-Hop durch die Gegend eiern und der V8 durch die Nacht krölt. Jetzt hier hoch. Gut, ein Wachturm ist selten ein gutes Zeichen. Aber jetzt mal im Ernst, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Da führt nichts hin. Okay, wir sollten gleich mal gucken, dass wir irgendwie hochkommen. Ist es normal, dass das Radio weiterläuft, wenn ich aussteige? Komm hier. Mei, bist du alt und träge. Okay, werfen wir mal einen Blick hier rein, was das Ganze denn hier ist. Wartet mal. Gefällt mir gar nicht. Bin ich nie. Ich will nur mal lunchen, was hier so für Typen rumstehen. Das sind relativ... Das ist einfach normaler Flughafen, würde ich mal tippen. Also, interessiert jetzt nicht die Bohne. Es ist halt die Frage, wie kommen wir jetzt hier hin, ne? Laufen wir einfach mal einen Meter. Hier muss ja irgendwo ein Eingang sein, wo ich klingeln kann und einfach mal reingehen kann. Auch wenn ich fast glaube, von der anderen Seite her reinzugehen, wäre vielleicht ein bisschen besser. Warum ducke ich mich jetzt eigentlich einfach... Silent Assassin. Gut, ich sehe überall, dass ich nicht reingehen darf. Das ist aber alles nur eine Empfehlung. Schauen wir nochmal. Was ist das hier? Eine Straße führt auf jeden Fall auch rein. Okay. Der Reaktor hört sich... nett an. Das ist auf jeden Fall ein Stromgenerator. Okay. Aber hier hoch komme ich nicht, oder? Das war jetzt auch ein bisschen fehl, wie sich die Sextronen hier aufbauen. Gut, ja, laufen wir mal eine Runde weiter rum. Hier muss ja irgendwo ein Tor sein. Die können sich ja nicht einfach alle hier irgendwie reinbeamen. Die müssen ja irgendwie hier reinkommen. Vielleicht hätte man hier irgendwie anders, ja, bevor ich sage, hätte man irgendwie anders, probieren wir es einfach mal so. Weil ich gehe mal davon aus, die Tore, die sind so stabil, hier dürfte man eigentlich nicht mit einem normalen Auto dagegen ankommen. Und ich hoffe einfach mal, dass das Areal nicht so groß ist, dass ich mir jetzt hier am Wolf laufe, während wir jetzt hier drumrum eiern. Ein bisschen auf der
Ausdaueranzeige achten. Nicht, dass hier Trevor uns noch umkippt. Eine Herzkasper bekommt. Das will ich natürlich auch nicht. Es war ganz blöd gesagt. Komme ich jetzt hier hoch? Nee, komme ich nicht. Okay. Das wäre natürlich nett gewesen. Ich renne hier eine halbe Stunde drum herrings und dann am Ende... Sag mal, ich sehe immer was fliegen oder habe ich Hallos? Das ist hier unten Sumpfland. Auf jeden Fall abgeschieden von dem Flughafen. Oh, dieser Wassergraben, der sieht nicht so aus, als könnte man da irgendwie... Der lädt nicht zum Besuchen ein, sagen wir es mal so. Das sind Armee-Trucks, Leute. Das sind Armee-Trucks. Schocken wir mal fleißig weiter. Ansonsten ist meine A-Taste auch bei Zeiten noch hinüber. Ich hoffe, ich habe noch das Auto mitnehmen sollen, weil ich glaube, jetzt hier rein zu spazieren, das können wir fast vergessen. Da unten ist so ein Wachposten. Okay, schauen wir doch mal. Vielleicht können wir ja hier irgendwie... Wenn irgendwas reinfährt, muss es auch wieder rauskommen. Wenn es rauskommt, könnte es auch wieder rein wollen. Ihr wisst, was ich jetzt meine, oder? So nach dem Motto, wir leihen uns mal ein Auto aus, was eigentlich zur Armee gehört, und fahren ja einfach mal rein. Oder wir probieren einfach erstmal, wie einen auf treuer Bürger zu machen, nämlich einen auf blöd. Einfach mal hingehen und fragen, hier, ich wollte schon immer mal eure Basis bei Nacht besuchen. Ist übelst romantisch, Trevor ist ein alter Romantiker. Servus. Oh, hier, können wir nochmal fragen. Guten Abend. Sir, leave the area now. This is for authorized personnel only. Ich bin autorisiert. Ja, ich gehe ja schon. Gut, wir brauchen ein stabiles Fahrzeug. Wir müssen darin. Hätte ich doch mein Auto behalten. Also jetzt blöd, jetzt die ganze Strecke wieder zurückzulaufen, weil hier haben wir ja schon die perfekte Auffahrt. Das heißt, lasst mal überlegen. Wir nehmen ein Auto, was viel aushält. Ein LKW wäre ganz gut. Dann gehen wir darin. Fliegen zum Cargo-Copter und machen Verschwindibussi. Wir wissen aber genau, dass Cargo-Copter dann bestimmt auf dem Radar ist und den zufolge auch Besuch bekommen wird. Oh mein, was ist denn jetzt schon wieder? Mission, ich bin doch weggelaufen. Ich hab den Cargo-Bob zurückgelassen. Ihr wollt mich doch trollen. Ja klar habe ich ihn zurückgelassen. Also liebes Spiel, beim besten Willen. Okay. Juhu, sage ich da mal. Gut, ich würde mal sagen, an dieser Stelle... Psst, duck dich, genau. Machen wir uns ganz klein. Wir werden das nächste Mal ganz still und leise vorgehen. Und die Basis einfach gnadenlos über den Haufen ballern. Das ist jetzt meine Taktik. Also, ich hoffe, diese kleine Folge hat dir ein bisschen gefallen. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich sehr mit Däumchen nach oben freuen, weil ihr wisst ja, GTA 5 wird überall gespielt. Und wenn es dir hier gefällt, dann würde ich mich auch freuen, wenn du dich hier ein bisschen wohlfühlst. Das heißt, auch wieder mal einschaltest. Nächste Folge kommt am Donnerstag. Und dann natürlich auch ein bisschen halt durch Däumchen ein bisschen dafür sorgen, dass die YouTube-Suche sagt, Mensch, der Tom, der hat so viele treue Anhänger. Da schickt man den einen oder anderen auch noch mit hin. Gut, ja, der Bart juckt, der muss ab. Die Fäuste jucken, die wollen zuschlagen. Und an dieser Stelle sage ich einfach mal besten Dank fürs Zuschauen und bis Donnerstag, wenn es wieder heißt GTA 5 Let's Play mit unserem stillen Assassin, den Trevor. Bis denn, ciao, ciao, euer Tom, der den Trevor, zumindest in dieser Folge, ein bisschen gemocht hat. Ihr seht, ne, man muss sich einfach erstmal, man muss erstmal warm werden miteinander. Gerade jetzt, wo ich weiß, dass der Typ Angst hat vor Clowns, so ein Kasper. Also, bis denn, ciao, ciao, euer Tom.